Auch für Nicht mich wahr? nicht. Ist 9 nicht von Sushi oder wie der heißt? Sushi? Der sagt Oder mir sogar was. ist das von, ist das Tort, mit dem ich das gerade verwechsel? Oder Taut, Tort, I don't know. Oh. Ich habe keine Ahnung. Ach, Ah, Jasmat okay. meint. Ja, Jasmat ist da. Jasmat kennt alle Spiele, das ist immer gut zu wissen. Oh. Und heute schauen wir mal Intros an. Ach ja, Ja. das war ja ein Kritikpunkt, richtig? Ja. Und ich. Weil ich höre das Spiel gerade nicht. Ja, das hat auch irgendwie bei mir keinen Ton. Ah, okay. Jetzt höre ich was. Das Spiel soll, glaube ich, ganz gut sein, ne? Ist das nicht das Spiel, von dem TrueMG einen inoffiziellen Nachfolger oder einen Nachfolger macht? Dass er 9 plus 1 nennt oder so? Oh. Hoffen wir mal, dass das Spiel dann gut ist, dass es einen Nachfolger verdient. Ein Nachfolger von TrueMG? Ich habe keine Ahnung, ob der Spiele machen kann. Das erinnert mich an hier, wie heißt es, The Dark Knight. Was sagt er da nochmal? Warte mal. Ja, genau. Because he's the hero Gotham deserves, but not the one it needs right now. Das denke ich mir auch gerade Einheit. Auf den Hä? Nachfolger bezogen. Oh. Also, das Spiel kann durchaus einen Nachfolger gebrauchen, aber das gibt's von TrueMG ist nicht das, was es gerade braucht. Also ich habe noch nie ein Spiel von 2MG gesehen. Ich glaube, der hat noch keins gemacht, oder? Doch, doch. Schade. Habt ihr nicht das Interview von Einheit komplett gehört? Nee, ich habe ein bisschen reingehört und ich habe nur gehört, dass er halt an einem arbeitet, aber davon auch keine Demo rausbringen wird. Ja, aber eine Vollversion. Ja, aber es gibt halt noch kein Spiel von ihm. Es ist ein interessanter Mix hier, ne? Ist das Mac and Blue und was ist das? Suikoden? Glaube fast, die Bäume sind aus Südkoden, ja. Aber was ist hier Oh. von Mac and Blue? Ah, wir sind raus aus dem Intro. Puh. Folgen wir einfach mal dem Weg. Calvins Auto. Ach, so sieht Kevins Auto aus. Da schaue ich aber das nächste Mal, wenn ich in Bremen bin, danach. Kommst du mit? Lass mal Ja, Kevins gut. rotes Auto Ja, suchen. dann machen wir ganz viele Bilder. Und dann machen wir so ein Thread auf und dann sollen die Leute voten, welches davon Calvins Auto ist. Auf jeden Fall. So, soll ich überhaupt dahin? Ja, natürlich, hast du im Intro nicht aufgepasst? Nee, mal wieder nicht. Das war auch ein Kritikpunkt. Ich war abgelenkt von einem Auto. Das. Wie meinst du das, Chris Blue? Ich dachte, er kann pixeln. Das Spiel ist nicht von Calvin. Ist das jetzt eigentlich ein Mädchen, das wir spielen, oder Ja, ist das einfach natürlich, voll die heiße langhaariger Wapse. Metal-Typ? Sie heißt Bess. Achso, Siehste? ich dachte, Beth wäre die Schwester. Das kann auch sein. Ah ja, das kann sein. Das habe ich, glaube ich, auch verwechselt vorhin. 7 ist von Sushi, genau. Wer hat Oh. gerade eigentlich 8 gemacht? Vermutlich ist 8 von Kelvin. Darum auch das Auto. Also du meinst also, das ist quasi. Was? Warum hat Tim Burton das unterschrieben? Das macht doch keinen.
Wahrscheinlich ist das Auto das, was übrig geblieben ist am Ende von 8. Ja. Foreshadowing. Kelvins Erbe. Auf Da habe ich Lust, das Spiel zu makern. jeden Fall lassen wir machen. Lass uns 7 spielen Kelvins und eine logische Brücke von 7 zu 8. Erbe. Bist du dabei, CSG? Ich weiß noch nicht, da muss ich erst die Spiele spielen, ob die es würdig sind, ein Ich auch. Brückenspiel zu bekommen. Lass mal die Tage machen. Sich dieser Rollstuhl gerade bewegt? Ja, natürlich, das tun Rollstühle so. Wie das in jedem Horrorspiel vorkommt. Welche fallen dir da denn ein, wo sich Rollstühle bewegen? Silent Hill? Und zwar in jedem einzelnen? Nee, im dritten bewegt sich kein Rollstuhl. Naja, man sieht nur, wie er schon weggerollt war. In einem Silent Hill steht ein Rollstuhl auf der Kippe und es dreht sich nur das Rad. Ja, das ist der aus dem dritten. Siehst du. Welche, mein Wochenendprojekt, Super Mike. Ja klar, also als ich um 14 Uhr immer noch betrunken in Bielefeld wach geworden bin, bin ich nur nach Hause gefahren und habe mich schlafen gelegt. Ich gratuliere zu diesem wunderschönen Wochenende. Oh, das war sehr schön, das Wochenende. Nachdem ich Samstag Überstunden gemacht habe bis 13 Uhr, bin ich dann um 14 Uhr nach Bielefeld gefahren und dann war das Festival, das war sehr schön. Ich habe mich sehr, sehr schlimm betrunken und bin dann sonntags wieder nach Hause und montags um 4:30 Uhr wieder aufgestanden. Ja, klingt nett. Um 4:30 Uhr. Ja, nu. Bist du des Wahnsinns? Ich muss um 6 Uhr arbeiten. 6 Uhr morgens, hoffe ich doch. Ja. Eine schöne Arbeitszeit von 4:30 Uhr bis 6 Uhr. Nee, nee, 4:30 Uhr stehe ich auf, 6 Uhr ist Arbeitsbeginn, 14 Uhr ist Schicht. Oh. Okay, Schicht im dann habe ich Schacht. dich das falsch verstanden. Das Fenster war interessant. Nimm den Schlüssel mit dir. Ja. Den Schlüssel habe ich schon. Nein, hast du nicht. Jetzt hast du den Schlüssel. Du hängst ein bisschen hinterher. Ja, es liegt nicht an meiner Dorf-Internetleitung. Also ich glaube, das Problem sind nicht wir, Thaler, sondern du, weil du bist einfach voraus. Ja, Ja, Thaler, du nein. könntest dich uns mal anpassen. Du solltest das Spiel mal über deinen eigenen Stream spielen. Das tue Genau. ich. Das tue ich. Und da hänge ich nicht so weit hinterher wie ihr. Schade, dass man dieses Fenster nicht untersuchen kann. Sieht aber sehr schön aus, mir gefällt der Lichteffekt da. Aber ist das Spiel bei dir echt so leise? Also gerade habe ich eine Tür gehört. Ja, das habe ich auch gehört, aber gar keine Musik und so. Nichts. Krass. Zumindest höre ich nichts. Ich finde dieses Treppenhaus sehr verwirrend. Ich finde das cool. Ich sehe ein Treppenhaus. Aber mir gefällt das, also das Design des Ganzen hier, die Chipsets sehen gut aus. Oh, und unser Hauptcharakter heißt doch nicht Bess. Ja, habe ich doch gesagt. Beth ist Oh. die Schwester. Hier funktioniert bestimmt der MP3-Patch nicht. Oder Tyler hat MIDI auf 0 stehen. Ich habe, glaube ich, nicht mal mehr eine MIDI-Einstellung. Kann ich nach dem Spiel mal kurz schauen. Aber ist das jetzt wirklich eine Silent Hill-artige Transition? Ja. Bitte? Oh, Ja, gut. das sieht aber gut aus. Krass. Es sieht gut aus. Das muss ich zugeben, aber. Sieht richtig gut aus. Also der Übergang war echt nicht schlecht. Oh yeah. Also es sieht wirklich gut aus, aber ich finde die Idee so geklaut. Und wen hört Super Mike nicht? Wen hörst du nicht, Mike? Lies ihn nicht, lies ihn nicht! Aber es könnte eine Nachricht von Tim Burton sein. Ja, steht denn der Name auf dem Briefumschlag? Ja, nee, lass mal gucken. Tim Burton hat vielleicht geschrieben. Einheit ist nicht im Skype dabei.
Okay. Okay. Und in diesem Spiel sind die Ventilatoren definitiv besser gemacht als in dem von Kelvin. Wo ist ein Ventilator? An der Tür unten. Ah! Sieht aber Ist aber geil dasselbe aus. Modell. Tja, Einheit. Tala, CSG und ich, wir haben uns besprochen. Und wenn du uns den Beweis liefern kannst, dass du XCOM Enemy Unknown auf Impossible im Iron Man durchspielst, dann darfst du jede Woche mit dabei sein. Gala, du bist ein Sadist. Nein. Okay, zwei abgeschlossene Türen. Und eine offene Tür mit einem Rätsel, schätze ich. Oh nein, einem Schlüssel. Nur ein Schlüssel. Nur ein Schlüssel. Vielleicht kannst du den mit dem anderen Schlüssel kombinieren. Okay. Was war das denn für ein Ah, gruselig. Schrei? Oh, ich finde sowas. Krankenschwester. Das macht's schon wieder. Also für mich nehmen solche Schreie in Maker-Spielen, solche Sachen nehmen mir halt echt irgendwie dann die Atmosphäre weg. Oh Gott, drücke schneller Enter als die Krankenschwester. Enter, enter, enter. Habe ich doch getan. Aber irgendwie hängt das Ja. Spiel jetzt. Puh. Ja, Oli, das ist ein interessanter Punkt. Ich finde Horrorspiele am interessantesten, wenn es gar keine Gegner gibt. Von Anfang bis Ende. Juhu, mehr creepy Statuen. Ich weiß nicht, so ein Gegner beziehungsweise Gegenspieler in einem Horrorspiel finde ich eigentlich ziemlich gut, aber halt nicht, ja, vielleicht auch ein Monster, das ist durchaus okay, aber das Ganze soll dann nicht hier so als, ja, das Monster kann ich dann irgendwann töten, sondern eher so als Antagonisten, der dem Spieler dann irgendwie Hindernisse in den Weg stellt oder eben durch eine ja, einfach durch eine Ebenbürtigkeit den Spieler Horror erleben lässt oder unter Druck setzt und das dann zu Horror führt. Ist das logisch? Ja, ne? Hast du den Silent Hill Teil für die Wii gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne? Du meinst Shattered Memories, Richtig. dieses Remake vom ersten, wo du die ganze Zeit nur flüchtest. Und Das die. finde ich zum Beispiel wieder eher zu gewollt. Ich find's da Na sehr gut. lustig, dass die Monster einen zu Tode kuscheln. Das ist sehr amüsant. Tun sie? Ja. Also die Todesanimation ist, du liegst am Boden und sie streicheln dich. Ich habe die, glaube ich, nie Oh. gesehen, weil ich so gut gespielt habe. Jawohl. Okay, wir haben hier ein Rätsel. Ja, das ist doch Jetzt wieder was für dich. muss ich die Rätsel. vier Das schreit eingeben, ja schon den mit fast der nach Next. Blutspur. Das war nicht richtig. Okay. Ihr habt nicht zufällig die Lösung. Nein. Nein. Okay. Das hilft nicht. Okay, wir haben hier irgendwie sechs durchnummerierte Dinger. Vielleicht gibt es gar keine Lösung. Ich bin zu dumm für Rätsel, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich zugeben.
Weiß jemand im Chat, wie man dieses Rätsel lösen kann? Ja, diese Typen dort haben nur Nummern von 1 bis 6, also probiere ich mal alle durch. Das war aber nicht richtig. Es ist tatsächlich Oh, 6. eine 6. Ha. Okay, kurze Frage, wie soll man da raufkommen? Wie ist denn der Typ mit der Nummer 6? Geh mal zurück, das will ich jetzt wissen. Durchs Werbeplakat, okay. Das war neben der Tür. Ja, da steht irgendwie nichts drauf, was auf 6 schließen lässt. Ja, ich wette, dem Typen mit der 6, dem fehlt das Herz oder sowas. Naja, aber das steht auch nirgends. Was steht denn bei dem Patienten mit der Nummer 6? Ah. Es sind einfach 6 Typen, deshalb. Toll. Ich muss sagen, soweit finde ich dieses Spiel ganz nett. Ich finde nur Mhm. die Begründung, warum wir in diesem Krankenhaus sind, etwas bescheuert. So wie ich das verstanden Naja. habe, warten wir auf diese Bess. Warum gehen wir dann in dieses Krankenhaus rein? Nein, Beth hat geschrieben, dass sie das Krankenhaus, in dem unser Protagonist früher als Kind viel Zeit verbracht hat, wiedergefunden hat. Und da sind wohl halt ganz viele Kindheitserinnerungen und so. Und Ah, okay. deswegen sind wir nochmal dahin. Richtig. Mann, passt doch mal auf. Aber wirklich. Das ist schwer. Ich muss ja gleichzeitig spielen. Immer eine Ausrede parat, hä? Natürlich. Typisch. Was liegt da eigentlich hinter vor diesem Pappkarton? Ich hoffe, es ist eine Kettensäge. Warum sollte das eine Kettensäge sein? Sieht aus wie ein Maßband. Weil es Ich finde praktisch es wäre. schade, dass dass das Charset so ein bisschen hervorsticht. Es hilft aber, um Sabrina. rauszufinden, wo man rumsteht. Spielen wir das nächste Spiel oder machen wir hier weiter? Wir machen noch mal ein bisschen weiter. Also ich Naja, möchte komm, schon dann zeig ich noch so mal ein bisschen was. bis zum ersten Höhepunkt. Also bis ich sterbe. Ja, ich glaube nicht, dass du stirbst. Also, dass Tyler stirbt, halte ich auch für ausgeschlossen. Bin so ein ultimativer Pro-Gamer. Ja, eben. Dan vom Clan. Oh, ein Supermike hat was Schönes erkannt. Die Krankenschwester ist die, die uns vorhin töten wollte.
Entschuldigung. Wieso ist eigentlich am Anfang eines jeden Dialoges ein Leerzeichen? Ich glaube, ich habe CSG und Gala schon wieder verloren. Ich glaube, wir sind einfach nur ruhig und lesen. Dass es so weit gekommen ist. Dass du mal ruhig bist. Ich bin sehr oft ruhig. Juhu, neuer Schlüssel, den ich beinahe übersehen hätte. Okay, sie wird wieder raus aus dem Krankenhaus. Oh, gleich kommt der erste Höhepunkt. Operation, ich sterbe gleich. Das wäre schön. Ups, was? Nein, hör auf, alles zu spoilen, das ist gemein. Das ist auch unhöflich. Oh. Jetzt wird's hart. Horrorspielschlüssel. Das Ich ergibt finde den keinen Sinn. Nebel hübsch. Ja, der Nebel ist Das ist echt nicht cool. dieser, das ist nicht dieser Standardnebel, den jeder benutzt. Ja, dann nochmal Er selbst hat nur ein gegoogelt. Problem. Er wird immer wieder sehr seltsam zurückgesetzt. Nee, ein heller Raum. Ah, das gute alte Chipset. Hatten wir das schon irgendwo? Keine Ahnung, ich hab's aber mal selber Das benutzt. Piano ist auch in To the Moon, oder? Nee, das in To the Moon ist größer. Da müssen ja beide Kinder hin. Kein Schlüssel hier oder übersehe ich den nur? Da ist ein Erste-Hilfe-Paket. Ja, das habe ich schon. Nein, jetzt erst. Das ist echt schlimm auf Twitch. Mach doch mal das Fass auf. Es war auf Justin TV nicht besser. War es nicht? Ich dachte, da wäre es Nee. nur 2, 3 Sekunden hinten dran gewesen. Außerdem war das Ustream, was ich vorher hatte. Meine ich ja.
sehe RTP hinter dem Fenster. Den haben wir nicht fertig. Ich will nicht zur Klinik. Sollte das jemand wollen? Nö. Hey, das Licht ist aus. War das nicht vorne noch an? Ey, das ist unfair, direkt hinter mir zu spawnen. Gruselig. Das war der Höhepunkt. Next. Ja. Komm, wir haben das jetzt schon viel zu lange gespielt. Wir sind uns einig, das Spiel ist gut. Ja, das ist Das zu ist gut. tatsächlich gut. Sehr von Und Silent Hill CSG inspiriert. und ich müssen das ja eh noch durchspielen, wenn wir für 8. Ne, wobei brauchen wir gar nicht, wir müssen nur 7 durchspielen. Genau. Yes. Ah, und vielleicht kurz den. Ach ne, den Anfang haben wir jetzt gespielt. Wir brauchen noch nicht mal großartig Ressourcen. Wir klauen einfach Kelvin-Ressourcen, wenn wir eh das Auto benutzen müssen. Ja, aber ich editiere ihn noch ein bisschen, damit sie schöner aussehen. Auf jeden Fall. Guter Plan. Finde ich einen sehr schönen Plan. Nein, Super Mike, das Spiel, das uns am meisten gefesselt hat, war bisher Blood Soul. Oh ja, oh Ach, ja. das müssen wir Bis unbedingt es nochmal scheiße wurde. spielen. Ja, aber vielleicht wird es danach wieder gut. Ja, wir sollten es, ich glaube, wir sollten von jedem Stream das Beste raussuchen und dann ganz am Ende nochmal das Best of Best nochmal ganz spielen. Ja, also Blood Soul. Ja. Ein 12-Stunden-Stream Nein. Platzul am Stück. Nicht Detektiv Skitos. Ich mach mal das nächste Spiel.